Schmerzen im unteren Rücken sind lästig, sie tun weh und das ist das häufigste Krankheitsbild in der Physiotherapie. Es gibt dabei Techniken, die effektiv und nachhaltig die Rückenschmerzen, besonders im unteren Rückenbereich, nachhaltig besser machen können. Ich habe vor kurzem eine Umfrage mit euch durchgeführt, ob ihr Schmerzen habt. Und man muss sagen, dass Rückenschmerzen wirklich immer präsent sind. Gerade dadurch, dass wir viel sitzen. Jetzt kommt auch noch die kalte und feuchte Jahreszeit dazu. Die Atmung wird schlechter, dadurch entstehen auch mehr Stress, Anspannungen und das merkt man auch alles dann später im Rücken. Deswegen mach gerne mit mir einmal die Übungen heute Abend mit, aber du kannst gerne schon einmal in deinen Körper reinhorchen. Das ist das Allerwichtigste dabei erstmal. Zentralisiere mal den Schmerz, also wo sitzt der ganz genau? Das ist das Wichtigste überhaupt und auch die erste Frage auch immer vom Therapeuten, wo sind denn die Schmerzen? Sind sie ganz punktuell, zum Beispiel auf einer Seite? Ist es vielleicht ein größerer und flächigerer Bereich? Oder strahlen die Schmerzen auch aus? Geht es die Beine zum Beispiel runter? Das sind Fragen, die du dir erstmal selber beantworten musst. Und da muss man einmal in sich reinhorchen. Gehen wir jetzt mal davon aus, du hast ganz punktuell mal links den Schmerz. Dass du ihn hier zum Beispiel mal auf der linken Seite ungefähr auf deinem Beckenhöhe, dass du dort Schmerzen hast. Wenn du jetzt hier die Schmerzen hast, dann wäre es einmal gut zu wissen, hast du die Schmerzen auch in der Bewegung? Werden sie dort mehr? Dafür kannst du dich mal runterneigen. Und wenn die Schmerzen hierbei schon mehr werden, dann weißt du, okay, wenn du dich jetzt streckst, wenn du den Rücken in die Länge ziehst, dann werden die Schmerzen mehr. Alternativ, wenn du dich mal nach hinten neigst und da Druck raufkommt, dann wird er unter Druck mehr. Eine wichtige Erkenntnis ist erstmal dabei, wo sitzt der Schmerz und wie kann ich diesen Schmerz triggern? In der Beugung oder in der Streckung? Das ist ziemlich wichtig zu wissen, auch gleich für die Übungen, die wir gleich miteinander machen. Die dritte Bewegung dabei ist eine sogenannte synergistische Bewegung. Die kann unter Umständen auch schon die Schmerzen lindern. Wenn du jetzt mal den Arm, also du brauchst eine Wand dafür, das ist erstmal das Wichtigste, leg mal den Arm an die Wand ran. Stell dich ein Stück von der Wand weg, dass da ein guter Platz zwischen ist. Und dann neig mal dein Becken rüber. Das machst du zu beiden Seiten natürlich. Du wirst mit Sicherheit, wenn du Schmerzen hast, nicht so weit rüberkommen, dass du das gesamte Becken daran legen kannst. Das ist klar. Es geht nur erstmal darum, wird es dabei mehr oder wird es weniger oder was passiert in deinem Körper? Zum Anfang ist es erstmal die Frage, was hast du überhaupt für Schmerzen? Und mit diesen drei Übungen, also einmal das Runterbeugen, einmal das Durchstrecken und das zur Seite neigen, da kannst du erstmal gut in deinen Körper reinhorchen. Lass uns jetzt mal die erste Übung dafür machen und dafür musst du dich einmal hinlegen. Du kannst die Übung wunderbar auch zum Beispiel im Bett machen, wenn du abends zum Beispiel ins Bett gehst. Alternativ, wenn du die Möglichkeit hast und dich auch auf den Boden legen kannst, kannst du das im besten Fall auf einer Gymnastikmatte machen. Die ist nochmal ein bisschen härter, gibt einen besseren Widerstand, ist aber absolut keine Pflicht. Bei Hausbesuchen mache ich das zum Beispiel auch einfach im Bett, weil es einfacher ist. Leg dich mal auf den Bauch und leg deinen Kopf ganz bequem auf deinen Händen wieder ab. So, wenn du in der Position angekommen bist, dann bleib mal dort. Das kannst du für 1 bis 2 Minuten machen, dass du nur erstmal so liegst. Dann horchst du bitte nochmal in deinen Rücken rein. Werden die Schmerzen dabei mehr? Werden sie weniger? Oder passiert da überhaupt irgendwas? Im besten Fall, wenn du jetzt mal auch zum Beispiel Schmerzen hast, die hier runtergehen, vielleicht gehen die dann schon wieder zurück. Das kann passieren, wenn man einfach nur mal locker lässt. Anschließend, nach den 1 bis 2 Minuten, kannst du dann mal die Ellbogen unter deine Schultern nehmen und drückst dich mal ganz bisschen hoch, so wie jetzt gerade, dass du in der Position erstmal bleibst. Achte wieder darauf, werden die Schmerzen jetzt mehr oder weniger? Sollten die Schmerzen dabei mehr werden, dann überspringst du bitte die Übung und gehst einfach direkt zur nächsten Übung weiter. Jetzt, wenn das aber besser wird dabei oder gleich bleibt, dann kannst du gerne mit der Übung weitermachen. Geh nochmal runter und stell mal deine Hände unter deine Schultern und drück dich mal hoch. Du kennst vielleicht auch die Übung aus, ja, ich sag mal, aus dem Yoga.
Geh wieder runter. Dabei geht es vor allen Dingen darum, dass du die Hände mal unter deinen Schultern hast, dich hochdrückst und jetzt eine Kompression auf den Rücken entsteht. Aber nur einseitig, das ist das Entscheidende dabei. Wenn du dich hochdrückst, dann entsteht einseitig eine Kompression, auf der anderen Seite entsteht eine Dehnung, was sehr angenehm sein kann. Wenn du hier oben angekommen bist, dann gehst du langsam wieder runter. Und das machst du so ungefähr 5 bis 10 Mal. Ganz langsam hoch. Wenn du nicht so weit kommst, ist das absolut gar kein Problem. Ja, gerade wenn man Rückenschmerzen hat, wo jede Bewegung wehtut, dann ist es völlig normal, dass man nicht so weit kommt. Die Königsdisziplin dabei ist jetzt noch, auf deine Atmung zu achten. Wenn du hochgehst, atme mal tief ein. Und runtergehen. Ausatmen. Probier das 5 bis 10 Mal aus. Danach, wenn du Rückenschmerzen hast und die in der Streckung besser werden sollen, dann ist das die beste Übung für dich. Alternativ, wenn die Übung Schmerz machen sollte, dreh dich mal auf den Rücken. In Rückenlage gehen wir jetzt einmal in die Gegenbewegung. Das bedeutet, du ziehst jetzt mal ein Bein nach dem anderen an, nimmst es mal in die Hand und ziehst die Beine noch mal ein Stück näher an den Körper ran. Anschließend lässt du die Beine wieder nacheinander locker. Das machst du abwechselnd, linke und rechte Seite im Wechsel. Ziehst sie ganz bisschen ran. In der Position jetzt gerade, also diese Position hier, ist die angenehmste Position für den Rücken, die es gibt. Weil die Wirbelkörper werden unten jetzt richtig schön in die Länge gezogen. Das ist ein verlängerter Hebel dafür. Wenn du hier dann mal ganz leichten Druck reingibst über die Beine, das ist für den Körper so entspannend, gerade für die untere Lendenwirbelsäule. Das ist wirklich eine Wohltat für dich. Probier das mal aus. Es gibt Schmerzen dabei, die werden dabei nicht besser. Dann musst du eben auf die Übung von eben zurückgreifen oder die Übung, die wir danach machen. Du solltest nur einer von den drei Übungen machen. Wenn du die richtige für dich gefunden hast, dann bleibst du auch bitte nur bei dieser einen Übung. Nicht alle drei hintereinander machen. Das machen viele Leute immer falsch, wenn ich die erstmal zeige und das nicht richtig erkläre, dass sie dann alle drei hintereinander machen und die Schmerzen dann nicht besser werden. Das ist etwas ganz Entscheidendes. Eine Übung, wenn du die richtige Übung für dich hast, dann brauchst du nicht viel mehr. Dann ziehst du die Beine wieder ran, langsam nacheinander wieder runter. Das machst du 5 bis 10 Mal. Einmal am Tag reicht vollkommen. Bei einseitigem Schmerz, sagen wir jetzt mal wieder, wir gehen wieder vom Anfang aus, du hast nur ganz punktuell eine Schmerzseite und da strahlt auch nichts aus, sondern du hast nur wirklich diesen einen einzelnen Punkt. Da kann diese Übung wirklich sehr gut funktionieren und sehr gut helfen, wenn da zum Beispiel eine Disbalance von deinem Becken ist. Das tritt häufig auf und da ist die erste Übung, die wir auch schon zur Untersuchung gemacht haben, kann man da auch direkt als Test und auch als Behandlung dann anschließend auch durchführen. Dass du deinen Unterarm und deine Hand gegen die Wand stützt, dich ganz leicht zur Seite neigst und dein Becken so rüber Richtung Wand schiebst und wieder zurück. Der Abstand kann je nach Größe natürlich auch variieren. Also jemand, der 1,60 ist, der braucht natürlich einen kleineren Abstand als jemand, der 2 Meter ist. Klar und logisch. Und natürlich nach den Schmerzen. Wenn du wenig Schmerzen hast, dann wirst du wahrscheinlich auch weiterkommen. Wenn du viel Schmerzen hast, dann wird die Bewegung kleiner aussehen. Und das machst du 5 bis 10 Mal pro Seite, je nachdem, ob wie der Schmerz das zulässt. Und dann wechselst du einmal die Seite. Genau dasselbe wieder. Beweg dich dabei ganz locker, flüssig, rhythmisch. Und du wirst danach merken,
Es wird sich leichter anfühlen, es wird sich allgemein angenehmer anfühlen. Und wenn du viel sitzen solltest, dann schau dir auf jeden Fall jetzt einmal die nächste Technik dazu an. Gerade das Sitzen ist bei Rückenschmerzen ganz entscheidend und ein wichtiger Faktor. Sitzen an sich ist überhaupt nicht schädlich. Das muss man wirklich sagen. Sitzen ist eine Position von vielen und der Körper ist auch dafür ausgelegt, auch mal zu sitzen. Dabei ist die Betonung auf mal sitzen. Wenn wir zu lange sitzen, dann kommt irgendwann nämlich die Schwerkraft und dann sitzen wir nicht 3, 4, 5 Stunden so, sondern irgendwann passiert das. Wir rutschen nach vorne, weil die Schwerkraft uns nach unten zieht und das ist was völlig Natürliches. Wenn wir allerdings 3, 4, 5 Stunden so sitzen und hier schon eine Vorbelastung ist, durch Rückenschmerzen schon, dann kann das richtig wehtun und dadurch können auch Rückenschmerzen viel mehr gefördert werden. Die einfachste Technik dabei ist, man kann direkt sitzen bleiben, deswegen, du kannst es wahrscheinlich auch mit diesem Video direkt zusammen machen. Rutsch ein bisschen nach vorne, dass du richtig schön dabei gerade sitzt. Richte dich auf, mach dich gerade, das ist ganz entscheidend dabei jetzt. Und dann darfst du dich jetzt mal einmal rund machen. Richtig schön klein, mach dich rund und du richtest dich einmal wieder auf. Wieder gerade machen, ausstrecken. Dass die ganze Wirbelsäule jetzt einmal mobilisiert wird, dass sie durchbewegt wird. Es geht jetzt überhaupt um keine Kraft dabei, sondern Hauptsache, da kommt jetzt erstmal Bewegung rein. Und eine von den beiden Bewegungen, entweder dieses Durchdrücken oder das Hohlkreuz, das wird richtig Linderung reinbringen. Wieder dieselbe Regel, das kannst du 5 bis 10 Mal hintereinander machen, um nachhaltig natürlich aber auch die Schmerzen zu lindern, muss man das über Tage hinweg machen. Das reicht nicht nur, das einmal für 5 Minuten zu machen, sondern man muss es täglich machen. Einmal am Tag reicht vollkommen. Einmal am Tag 5 bis 10 Mal über einen längeren Zeitraum. Das hat sich gezeigt in vielen Studien mittlerweile schon, dass das der nachhaltig effektivste Weg ist, Rückenschmerzen effektiv zu lindern. Und man muss keine großen oder komplizierten Übungen machen, wie du das vielleicht woanders schon mal gesehen hast, sondern es sind meistens die kleinen Dinge. Du hast die ganzen Übungen gesehen, das war kein Hexenwerk. Das sind einfache Übungen, aber die bringen so einen großen Effekt dabei, um nachhaltig die Rückenschmerzen zu lindern. Wenn dir das Video zum Thema Rückenschmerzen gefallen hat, würde ich mich darüber freuen, wenn du diesen Kanal abonnieren würdest. Langfristig bekommst du hier immer wieder neue Informationen über deine Gesundheit, über eine gesunde Atmung und wie man sich richtig bewegt. Ich wünsche dir alles Gute, ein paar wundervolle Tage. Bis dahin, dein Nico.